heute sind wir in Franzbad in der Tschechischen Republik im böhmischen Bedertreit. Heute ist in Franzbad die Choreröffnung 2019 und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Auf geht's! Bin mal gespannt, wie es wird heute. Und jetzt sind wir zurzeit im Chorpark. So, das ist die erste Haiwelle von Franzbad. So, jetzt sind wir in Franzbad vom historischen Stadtzentrum. Jetzt zeige ich euch schon mal das geradeaus, ist das historische Stadtzentrum von Franzbad. Jetzt nehme ich euch mal mit. Und heute sind überall Stände. Heute sind wir das erste Mal heute mit dabei. Schauen uns mal das an heute. So, jetzt sehen wir ein bisschen die Krone ab. Das ist ein typischer tschechischer Geldautomat, tschechische Sparkasse. So, jetzt sehen wir mal ein bisschen Geld ab. Kann man auch mit Kreditkarte überall bezahlen oder EC-Karte, ist alles kein Problem. So, ein kleiner Imbiss, eine typische tschechische Wurst, wie so eine Paprika mit zwei Scheiben Brot. Dann lassen wir uns das mal schmecken. So, jetzt lassen wir uns mal schmecken. So, jetzt schauen wir uns alles an mal. Ja, und jetzt schauen wir mal Franzbad. Heute wird offiziell die Kurssaison 2019 eröffnet. Mit verschiedenen Veranstaltungen. Und jetzt schauen wir uns mal alles an. So, das ist der Umzug. Thank you.
So, jetzt schauen wir mal uns die Veranstaltung an. Es sind überall Verkaufsstände. So, jetzt gibt es was typisches Tschechisches, Omelette von Dr. Adler. Das ist einmal Apfelzimt. Und hier gerade ist die Schokoabteilung. Schmeckt immer prima. So, jetzt gibt es auch einen Feinschmecker wieder aus Böhme. Ein Groll mit Puderzucker und die werden frisch gebratet. Mahlzeit ihres Auftritts an Katte. Gerollt werden die. Gerollt werden die. Spieße gerollt. So, so sieht's aus. So lass es schmecken. Und Schmetz. Und die kosten 2 Euro. Und bei uns in Hof kosten die 4 Euro, wenn wir Veranstaltungen haben. 2 Euro ist ein super Preis. Und da haben wir jetzt der Grillstand. Die Bratwürste, Schinken. Und das sind die Pfannengerichte. Frischer Knoblauch. So, jetzt gibt es noch ein gutes böhmisches Bier. Alla, dann lassen wir uns mal schmecken. 30 Kronen sind 1,20 Euro für den Bierbecher. 2,60 Euro für 2 Bierbecher. Und es ist ein sehr gutes Bier aus Böhme. So, jetzt machen wir noch eine kleine Pause. Und dann geht's Richtung Kurpark mal. Dann zeige ich euch mal den Kurpark mal. Und das ist das Wasserhäuschen von Franzbad der Fronzel. Und es ist ja eine schöne Tour zur Sonneneröffnung in Franzbad, schön gemacht. Tolle Auswahl, prima, macht uns richtig Spaß. So, schauen wir uns mal Franzbad an. Das geradeaus ist das Wellhaus vom Franz. Das hat der
Kaiser Franz, der Ehemann von der Sissi, erbaut. Und jetzt laufen wir schon zum Gebäude. Und überall gibt es wunderschöne Blumen gebracht. Heute ist wunderschönes Wetter noch. Morgen kommt wieder Regen. So, jetzt sind wir mal in dem großen Heilwellenwasserhaus. Und das ist es. Das schauen wir uns jetzt mal an, gemeinsam. So, und das sind die drei Heilwelle, wo in dem Haus steht. In Franzbad gibt es über 30 Heilwelle. So, jetzt gehen wir mal rein. So, das sind die Heilwelle. Sieht schon gigantisch aus, wenn die Luftblasen da auch bekommen. Hier ist, wie schmeckt das? Wie Faulglas schmeckt das, gell? Das schmeckt so wie richtig nach Faulglas, das Heilwasser. So, und das ist die Halle. So, und dann gehen wir zu der nächsten Heilwelle. Franzbad ist schon ein schöner Kurort im böhmischen Bäderdreieck. Und das ist die Haus, Wellhaus. Das ist auch sehr interessant. Das ist das Gebäude, wo wir sind. Und da ist ein Kaderausschnitt, wie weit es unten geht, Grundstein, wo das Heilwasser ist. Ja, und das ist auch ein Heilwasser. Wie das nach oben schießt. So, da haben wir einen Blick durch das historische Stadtzentrum. Wir sind jetzt in Westböhme, im Bäderischen Dreieck. Dazu gehört Franzbad, Marienbad und Karlsbad. So, jetzt schlafen wir ein bisschen durch den Kurpark. So, jetzt machen wir eine kleine Pause und schauen uns mal um. Da ist das Wellhaus mit dem Heilwasser. In diese Richtung geht es nach Richtung der Altstadt, Historisches Zentrum zum Beispiel. Und es ist auf einmal ein blauer Himmel. Wunderschön und mit Sonne. Ja, Franzbad ist sehr schön, ein schöner Kurort. Von Hof aus sind es 50 Kilometer
Wir haben auch eine Direktverbindung von Hof nach Franzbad mit der Oberlitzbahn. Oder zum Beispiel kann man auch von Hof nach Schepp da umsteigen und dann weiter jetzt nach Pilsen-Prag. Ist auch machbar. Und jetzt machen wir eine kleine Pause noch und dann melde ich mich wieder mal bei euch. Vor uns sind drei junge Damen mit historischer Bekleidung. So war es mal früher. Sehr schön. Jetzt sind wir auf dem Weg zum richtigen historischen Stadtzentrum. Da machen wir eine Schleife dann und dann gehen wir einen Kaffee, Cola trinken in unser Stammkaffee. Das Wetter ist auch wunderbar jetzt auf einmal. Sehr schöne Veranstaltung, schön gemacht alles. Da können sich viele bei uns in Deutschland eine Scheibe abschneiden, wenn man sowas plant und organisiert. So, historische Autos. Volvo, 1946 Baujahr. Ein Volvo ist das ihres. Volvo, Baujahr 1946. Das waren noch Autos, toll. Nicht wie heute. Franzbad ist schon eine sehr interessante, überall historische Gebäude. So was wie jetzt die Kirche. Es ist Kaffeezeit in Franzbad. Wir haben jetzt für zwei Kaffee und Schokore 7 Euro bezahlt. Highlight ist eigentlich das ein Kaffee. Ja. Dazu kriegt man noch ein Kännchen Wasser, wenn man das verdünnen kann. Und so noch Milch. Und hier ist halt so eine schöne Schokolade rausgesucht. Das ist Sahne, Schokolade, gell? Ja, sieht sehr lecker aus. Käse. Okay, Käsewagen. Frischkäse ist das. Und dann lassen wir uns das mal im Munde. So, jetzt laufen wir durch Franzbad. Eine Seidestraße ist das. Hier sind die Motels. Und jetzt laufen wir Richtung Kurpark und da ist zurzeit ABBA. Und das ist eine Seitenstraße. Und dann geht es weiter in Franzbad. Ja, Franzbad ist sehr bekannt. Waren schon viele Berühmtheiten. Sisi war schon da, Goethe. Viele Promis, auch der Kaiser von Österreich, der Franzl, war schon hier in Franzbad. Und gehört zum Böhmische Bäderdreieck, Marienbad, Karlsbad und Franzbad. Und Franzbad hat das größte Thermalbad von der Tschechischen Republik. Das wurde 2008 gebaut für 13 Millionen Euro. Aquaform. Co to dítě tam?
Vorführung, Kurpark, das
jetzt machen wir uns jetzt länger rund durch den Kurpark. Aber war toll gemacht, auf Tschechisch. Tolle Lieder, wunderbar. Hat sich super angehört. So, jetzt sind wir in Franzbad im Kurpark. Der ist weitläufig. Und wir schauen uns ein bisschen hier. Gehen wir ein bisschen spazieren, ist bei einem schönen Wetter. Weil morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch ist Rede und die wieder bei uns. Das ist der letzte Tag, wo es schön war. Und im Mai war total, auf Deutsch gesagt, beschissen bei uns in Oberfranken. Aber wir müssen es nehmen, so wie es ist. Und die Tage, wo schön sind, schöne Ausflüge oder Wandertore machen. Und das ist alles schon der Kurpark. Und es geht dahinter raus. So, vor uns ist ja die ehemalige Kohleabbaugrube. Hier im böhmischen Westböhme wurde auch hier viel Kohle abgebaut, auch in Karlsbad. Und jetzt laufen wir da weiter. Sehr viel Natur hier in Franzbad, auch im Kurpark. Berühmt ist es auch für das Ihr Heilwasser. Aber die Schilder kann ich euch nicht vorlesen, weil so bedarf bin ich auch noch nicht auf Tschechisch. Aber das Ähnliche, was ich weiß, die Schilder sind alle Heilwelle. Da gibt es 30 Stück. Und das ist der Plan, oder sagen wir mal der Stadtplan von Franzbad. Und da ist Amerika und da gibt es auch einen Zoo. Und da ist Aquaform, Thermalbad und jetzt geht es da weiter. So, jetzt machen wir eine Pause im Kurpark. Wunderschönes Wetter. Ja, die Kursaison 2019 ist jetzt offiziell eröffnet. Das versteht bis um 22 Uhr. Circa mit Feuerwerk noch zu Schluss. Ist toll gemacht. Live-Musik. Für das Wohl ist auch das Ort. Frisches, saftes böhmisches Bier. Böhmische Spezialitäten-Tipps zum Essen. Und es ist nur so weiter zu empfehlen. Und jetzt laufen wir noch ein Stück durch den Kurpark und dann geht es wieder zurück zum historischen Zentrum. Da suchen wir uns was zum Essen was. Um 19 Uhr fährt unser Zug wieder nach Hof zurück. Und dann haben wir einen wunderschönen Tag verbracht in Franzbad. Vor uns ist es das Nestewellwasser. Aber da läuft kein Wasser mehr zurzeit, Heilwasser. Aber sehr schön. Ja, das ist mal Franzbad mit dem historischen Gebäude. Sehr schön alles hier. Und hier ist sehr weitläufig der Kurpark. Wir laufen jetzt Richtung Thermalbad. Und da kommen wir wieder so das historische Stadtzentrum. Ja, und das ist, so sehen die Gebäude aus vom Heilwasser. Nicht überall, aber das ist wieder typisch mal ein historisches Gebäude. Wenn ihr mal in der Nähe seid, nach Karlsbad oder nach Franzbad oder nach Marienbad, ist immer eine Reise wert. So, jetzt laufen wir Richtung Aquaform, Thermalbad und dann von da aus geht es weiter dann zum historischen Stadtzentrum. Da bleiben wir noch 2 Stunden und dann geht es wieder bald nach Hause wieder. So schnell geht ein Tag vorbei. Jetzt sind wir auf dem Stadtzentrum wieder oder historisches Zentrum. Und da kommen wir auch bei einem Thermalbad vorbei. Und es ist eine schöne Baumallee.
Und das ist auch schon im Hochsommer in Franzbad, hast du Nutzer. Jetzt habe ich ein Problem. Schattenplätze. Jawohl, das habe ich jetzt. So, jetzt machen wir eine kleine Cola-Pause, aber nur Zero. Und dann geht's weiter. Auch fast nicht mehr in Deutschland. Vor uns sind dann Hühner. Freiläufige Hühner. Was eine schöne Wiese für die Hühner. Und die geben noch frische Eier. Schön. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum historischen Stadtzentrum. Und dann haben wir ein bisschen Zeit noch. Dann suchen wir uns was zum Essen. Und dann ist es bald wieder zu weit. Oh. Abendessen in Franzbad. So tschechische Mehlspasse mit Kassler und Sauerkraut. Sehr lecker. Hier in Böhme kann man es schlimmer noch. War nicht. Geschmeckt. Jetzt geht unser Ausflug zu Ende. Wir haben heute die Toreröffnung miterlebt. 2019 in Franzbad. Es war ein wunderschöner Tag mit böhmischen Spezialitäten haben wir genossen. War alles lecker und war ein wunderschöner Tag in Franzbad. Und jetzt sage ich nur eins nur noch. Servus, bis zum nächsten Mal.